Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst mal möchte ich auch voranstellen, meiner Rede, mir ging es ein bisschen auch so wie der Kollegin Britta Stark von der SPD, als ich den Namen des Gesetzentwurfs gelesen habe. Informationsfreiheitszugangsneuregelungsgesetz ist natürlich wirklich ein sperriger Begriff. Ich finde eigentlich den Namen, den diejenigen gewählt haben, die das Ganze auch mit angeschoben haben, viel schöner, die einfach nur von einem Bürgerinformationsgesetz sprechen. Das ist der Greenpeace und der Journalistenverband, viele andere, die sozusagen auch den Anstoß 2010 zu dieser überfälligen Debatte gegeben haben. Vielleicht können wir es auch im Rahmen der Ausschussberatung noch ändern, dass man dann auch wirklich sagt, es ist eigentlich ein Bürgerinformationsgesetz. Darum geht es in dem vorliegenden Gesetzentwurf der grünen Fraktion, den meine Fraktion nur begrüßen kann, weil die Neuregelung der Informationszugangsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land auch überfällig ist und auch verändert werden sollte und verändert werden muss. Wir erleben es alle tagtäglich in unserer Arbeit im Wahlkreis, dass wir auf der einen Seite spüren, dass sich Bürger immer mehr einmischen wollen, wir immer mehr Bürgerinitiativen auch vor Ort haben, nicht nur zu Großprojekten, die schiefgehen, wie unser Flughafen oder andere Dinge, auch im Kleinen, wenn ein Windfeld neu ausgewiesen wird oder andere Dinge verändert werden sollen, Planungen in Gang gesetzt werden, machen sich Bürger auf den Weg und wollen mitmischen und wollen sich mit einbringen. Und dazu brauchen sie Informationen. Und wenn sie sich auf der anderen Seite eben angucken, wie diese Regelungen ausgestaltet sind, wie kompliziert es ist, einen Weg zu finden, an die Informationen zu kommen, dann stecken schon viele Bürger oftmals auch den Kopf in den Sand. Ich war gestern Abend noch auf einer Bürgerversammlung bei mir im Wahlkreis in Gorlin. Da gibt es einen Streit um die Bootsstege am Gorliner See. Die Kreisverwaltung, Naturschutzbehörde, alle waren mit am Tisch. Und die Bürger wollten gern Akteneinsicht haben, wie das nun ist, dass sie sozusagen hinter die Kulissen gucken können. Und die Kreisverwaltung hat ihnen gesagt, also wenn sie Akteneinsicht haben wollen und wissen wollen, wer die Anzeige bei der UNB eingereicht hat, müssen sie erstmal vor Gericht. Und ich sage mal, das ist ja eigentlich nicht der richtige Weg. Manchmal hilft ja schon, Informationen zu haben und Akteneinsicht zu bekommen, eben gerade nicht vor Gericht ziehen zu müssen, sondern die Sache auf anderem Wege vernünftig aus der Welt zu schaffen und zu klären. Und Ursula Nonnemacher hat ja in ihrer Rede deutlich gemacht, wie es in Schweden ist. Wir waren ja zusammen mit der Enquete-Kommission in Schweden und eine meiner Fragen dort war auch, wie sieht es denn bei Ihnen in Schweden aus mit den Bürgerinitiativen? Schießen die bei Ihnen auch wie Pilze aus dem Boden, wie es bei uns im Moment ist, oder ist es in Schweden vielleicht anders? Und die Informationen, die wir da bekommen haben, egal wo wir waren, waren immer, also Bürgerinitiativen, damit haben wir in Schweden überhaupt kein Problem. Und vielleicht hat es ja was damit zu tun, dass in Schweden eben die Bürger ein größeres Vertrauen haben in ihre Verwaltung und auch haben können, weil sie hinter die Kulissen gucken können jederzeit und weil sie in die Behörde reingehen können und auch in die Akten reingucken können und man nicht einer Geheimbürokratie und Geheimverwaltung gegenübersteht, wie man teilweise bei uns in Deutschland und auch bei uns in Brandenburg als Bürger jedenfalls den Eindruck haben muss. Das muss ich an der Stelle auch mal so deutlich sagen. Und ich freue mich, Frau Stark, dass Sie für die größte Fraktion des Hauses auch angekündigt haben, dass Sie der Überweisung in den Innenausschuss zustimmen. Wir werden dem als CDU-Fraktion auch so zustimmen und dem auch so folgen. Und ich hoffe, dass wir dann am Ende der Beratung im Innenausschuss vielleicht auch zu einem gemeinsamen Gesetzentwurf an dieser Stelle kommen. Sie haben ja angekündigt, dass auch die Landesregierung an einem Entwurf arbeitet. Ich denke, bei diesem Thema sollte es uns gelingen, daraus auch etwas parteiübergreifend Gemeinsames zu stricken, mit dem dann alle Fraktionen und hoffentlich auch möglichst viele Bürgerinnen und Bürger draußen zufrieden sein können und auch hinterher leben können. Ich denke, das Recht auf Information und Transparenz ist ein ganz, ganz hohes Gut in unserer parlamentarischen Demokratie und in unserer freiheitlichen Gesellschaft, weil ohne Informationen und Zugang zu den Informationen kann man seine demokratischen Rechte eigentlich gar nicht wahrnehmen. Und oftmals auch Entscheidungen, die wir hier treffen, aber vor allem Entscheidungen, die in den Behörden und in den Verwaltungen getroffen werden, auch nicht nachvollziehen. Und deshalb entsteht oftmals Frust, wo es gar nicht nötig ist, weil man nicht genügend Einblick im Vorfeld in die Entscheidungsprozesse gehabt hat. Und ich denke, dieser Gesetzentwurf ist ein guter Anfang, in die Richtung zu gehen, dass wir die Bürger mehr mitnehmen bei all unseren Entscheidungen und Entwicklungen. Und man kann sicherlich über die eine oder andere Formulierung im Gesetzentwurf noch diskutieren. Da kann man sicherlich auch noch einiges überarbeiten und ändern. Aber ganz besonders freut mich zum Beispiel auch die Möglichkeit, die eröffnet werden soll, dass Behörden künftig dann auch die Möglichkeit haben, ohne dass ein einzelner Bürger dies verlangt oder einen Antrag dazu gestellt hat, in einem besonderen Katastrophenfall oder einem anderen gelagerten besonderen Fall auch von sich aus die Behörde die Möglichkeit bekommt, die Bürger über Daten, Fakten, Hintergründe selbst aktiv zu informieren.
Ich denke, das sollten wir im Zeitalter der modernen Medien- und Informationstechnik auch unseren Behörden zutrauen und ihnen dann auch rechtlich die Möglichkeit hierfür geben. Meine letzte Minute hat begonnen. Ich bin am Ende meiner Redezeit angekommen. Herr Abgeordneter, Sie ist zu Ende. Wir freuen uns sehr, dass die Grünen diesen Vorstoß gemacht haben. Wir unterstützen ihn und ich freue mich auf die Diskussion im Innenausschuss gemeinsam mit den Kollegen. Herzlichen Dank.